Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gunn hier im Personal Training Studio Thomas Loch. Ich freue mich, mit euch wieder ein Video durchzugehen. Das heutige Thema oder Titel ist Kniearthrose, Übungen bei Kniearthrose. Bedeutet, jetzt darum sitze ich auch. Also, wichtigste ist einfach bei Kniearthrose gibt es eine goldene Regel, bewegen statt belasten. Und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal auch vier Übungen, die ihr zu Hause machen sollt, wenn ihr unter Arthrose leidet im Knie. Erste Übung, einfach, genau, also bewegen statt belasten, ich möchte noch kurz was dazu sagen. Es ist einfach wichtig, dass der Knorpel die Nährstoffe bekriegt und die bekommt er nur durch die Gelenkschmiere und die muss halt in Bewegung sein. Also nur durch Bewegung kriegt der Knorpel auch die Nährstoffe, die er braucht, damit der Kniearthrose weggehen wird sie nicht mehr, aber dass sie einfach aushaltbar ist. Sehr schön. Wichtig, wir greifen hier für die erste Übung mit den Fingern hier drunter unter die Kniekehle, so ein bisschen hochheben und jetzt das einfach ausbändeln, also das Knie einfach schön ausbändeln. Wir wollen hier gar keine Kräftigungsübung, sondern es geht nur hier tatsächlich nur ums Pendeln. Genau, und das würden wir tatsächlich einfach eine Minute pro Seite machen. Wichtig, die Fußspitze nicht ranschieben, sondern einfach richtig locker lassen. Hier geht es nur um eine Lockerungsübung. Genau, einfach nur ums Pendeln, das ist einfach die Knie, wie vorher gesagt, das ist einfach das die Kniescheibe oder Kniescheibe, dass einfach der Knorpel ernährt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass da die Gelenkflüssigkeit bewegt wird. Darum geht's. Wichtig, nach einer Minute würden wir einfach einmal kurz eine Streckung machen. Jetzt möchte ich hier tatsächlich komplette Spannung auf dem Quadriceps mit kräftigen Oberschenkelfußmuskulatur. Und wir machen jetzt die Pumpe, bedeutet Fußspitze ranschieben, lang, ran, lang. Genau, und hier unterstützen wir wieder mit den Händen und knapp oberhalb der Kniekehle, dass wir da das schön halten können und aktiv pumpen. Fußspitze ran und lang. Und dann merken wir hier schon ziemlich schnell, aha, da ist eine Spannung zu spüren auf dem Oberschenkel Vorderseite. 20 Mal pumpen und dann werden wir wechseln. Sehr schön. Seitenwechsel, genau das gleiche natürlich auf die rechte Seite. Hier schön, hier ruhig die Finger so überkreuzt. Unterhalb, also richtig in die Kniekehle und wir pendeln wieder. Genau. Erst so eine Art Vorbereitungsübung. Und das machen wir locker eine Minute. Hier haben wir noch gar keine Spannung auf die Muskulatur. Hier geht es tatsächlich nur ums gemütliche Hin- und Her-Pendeln. Nach einer Minute, ihr zu Hause macht es natürlich ein bisschen länger. Zack, ranschieben. Hier schön unterstützen. Genau. Und aktivieren. Die Pumpe einmal ranschieben, lang, ran, lang. Perfekt. Und diese Pumpbewegung macht sie 20, maximal 30 Wiederholungen. Sehr schön. Das wären unsere ersten zwei Übungen. Für die dritte und vierte Übung, Brahme, oder eigentlich für die dritte Übung, könnt ihr auch ein Kissen nehmen, Blatt Papier, irgendein ein Handtuch aufrollen. Es geht nur darum, dass wir die erste Übung oder die zweite Übung ging jetzt vor allem auf dem Quadriceps. Jetzt wollen wir auch den Quadriceps femoris, also der hintere Oberschenkel trainieren. Deswegen setzen wir uns ein bisschen am Ende vom Stuhl. Wir hören jetzt hier eine Streckbewegung und wir wollen jetzt einfach das Kissen herholen bis auf 90 Grad und aktivieren jetzt hier tatsächlich den hintere Oberschenkel. Lang, das können Sie mit egal irgendein Handtuch machen. Wichtig, Fußspitze ist herangezogen, Ferse ist schön auf die Matte. Ein, zack, bei der Belastung außer. Kniegelenke werden nicht komplett durchgestreckt. Genau, zack, perfekt. Und macht's ruhig, schiebt da ruhig, also Boden wischen, können Sie das Putzen sparen. Gleich und schön ruhig dich, da ein bisschen Druck dahinter machen, da merkt man hier richtig, wie der hintere Oberschenkel warm wird. Genau das gleiche, macht eure 20 Wiederholungen, natürlich auf die andere Seite, lang, zack, ranschieben, lang und ranschieben. Ich habe es jetzt hier mit einem großes Kissen, mache ich es, weil die auch gebraucht wird für die vierte Übung, aber es geht auch wunderbar, Handtuch aufrollen, das passt perfekt, richtig schön ranschieben und lang, ranschieben und lang, schau, dass genügend Platz ist. Und denkt dran, hier bleiben wir natürlich aufrecht, das Knie nicht ganz durchstrecken. Bleibt eine gewisse oder eine leichte Beugung drin.
20 Wiederholungen, rechts, links. Und für die dritte Übung dürfen wir tatsächlich aufstehen. Da werden wir einfach hier die Matte, weil es ist ja ganz, ganz wichtig, dass ihr da, ob ihr jetzt ein Kissen braucht, nimmt. Irgendein Kissen, zwei, drei Handtüchen aufeinander rollen. Es geht hier nur darum, dass wir das Gleichgewicht halten. Klar, diese Airex-Kissen oder diese Balance-Kissen kriegt sie überall her, kauft sie irgendwo. Ganz, ganz wichtig, weil man merkt jetzt hier, was ich jetzt hier gerade mache. Ausbalancieren und ohne Bewegung kräfte ich jetzt gerade meine komplette Beinmuskulatur. Und wichtig bei solchen Übungen, es geht hier jetzt nicht nur um das Thema Muskulatur, sondern wir kräftigen auch unsere Sehne, unsere Bänder, und die sind ganz, ganz wichtig. Auch bei, nicht nur, aber um das auch zu trainieren, bei Kniearthrose. Also wir haben keine Bewegung, wichtig, das Standbein ist leicht gebeugt und ich habe jetzt hier richtig die Oberschenkel, Gesäßmuskulatur, merke ich jetzt auch, dass der richtig arbeiten muss. Und darum geht es. Eine Minute halten, Seitenwechsel, genau. Hier so das rechte Bein oder das Bein, was nicht auf der Matte ist, einfach so ein bisschen hochheben. Und jetzt muss ich hier richtig links arbeiten. Genau, also auch wieder das Thema, ohne Bewegung kräfte ich gerade meine komplette Beinmuskulatur. Und darum geht's. Sehr schön. Auch hier wieder eine Minute halten, rechts, links. Und wenn ihr diese Übungen fleißig macht, von mir aus nach dem Aufstehen, vorm Schlafen gehen, im Alltag, vor dem Trainingsplan, Fahrradfahren, vorm Fahrradfahren, nach dem Fahrradfahren, Hauptsache ihr macht die Übungen und ihr werdet merken, dass es eure Kniearthrose oder die Arthrose im Knie deutlich, deutlich oder spürbarer leichter macht. Genau, und darum geht es. Einfach bewegen statt belasten. Sehr schön. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach zu uns. Wir helfen jeder weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Ciao, ciao.